Alter, was geht ab, Lockdown hier? Hab gerade meinen eine Agenda gemacht, mich reingestellt hier bei mir. Wir wurden halt angegriffen. Das heißt, ich muss mich jetzt da täglich reinstellen, bis wir das Problem gelöst haben. Auch den 7. Stop des Tages gedreht, ein Upgrade bekommen. Shoutout an Milosch, ein Kumpel von mir. Letztes Item, das ihm fehlt, ist immer noch Upgrade Polygon 2. Er leidet richtig hart deswegen. Aber heute geht's um Arenen. Neues Update ist draußen, neuer Ladescreen mit Stalos. Also manche spekulieren über ein mögliches Boni-Event durch das Stalos, aber ich würde echt nicht zu viel reininterpretieren. Wir haben es ja gesehen, das war Epic Fail mit Save Your Candies, da wurde auch viel zu viel reininterpretiert. Auf jeden Fall wieder Data gemeint und es wurden ein paar Sachen entdeckt. Zwecks Arenen, wir wissen ja, 4 große Updates dieses Jahr pro Quartal und eins davon war bestätigt irgendwas mit Arenen. Jetzt wurde ein bisschen was dazu herausgefunden. Es gibt 2 interessante Sachen, und zwar irgendwas mit Raids. Es war ja bekannt, dass es sehr monoton ist. Der Niantic wollte, dass es mehr spielagierend ist, dass die Leute mehr zusammenkommen und nicht so einzelgängermäßig. Das zweite ist, da stand Hungry bei dem Pokémon, also im Code, dass Pokémon in der Arena hungry werden können, also hungrig, und man die möglicherweise füttern muss. Was das genau heißt, man kann wieder nur spekulieren, zum Beispiel, dass man halt die Pokémon, wie nennt man das, maintainen muss, heißt es auf Englisch, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Das heißt, dass man zu der Arena ab und zu immer hin muss und die dann füttern muss, damit die Arena instand gehalten wird, so heißt das auf Deutsch. Was 2 Seiten hat, also kann schlecht sein, kann gut sein, ich weiß nicht genau. Ihr wisst, wir waren öfters auf Tour, mit Bargisch zum Beispiel war ich öfters auf Tour, haben uns in verschiedenen Arenen reingesetzt. Town, aber alles offen für uns. Das waren bestimmt die Gelben, die hier rein sind. Das waren echt die Gelben. Schau mal, das sind zu viele Enterhard-Vorspuren. Die haben uns schon den Weg geebnet. Wir machen noch einen Feind hier dran. Die Gelben. Wir haben noch einen Zaun entdeckt, aber der wurde hier schon manipuliert. Oh mein Gott, sieht man's? Ich hoffe es. Die Gelben haben vorgesorgt. Ich danke euch. Auf jeden Fall immer sehr lustig mit Bargisch. Shoutout an ihn, ich vermisse ihn, meinen alten Tag Team Partner. Auf jeden Fall, ihr wisst, ich habe seit geraumer Zeit hier mein Gebiet aufgebaut. Also, auch wenn es zurzeit angegriffen wird. Also, wäre einerseits schade, aber andererseits auch gut, wenn man irgendwie die Arenen instand halten müsste. Diese Spekulation gibt es ja schon länger, dass Arenen sozusagen verwesen können und man die halt immer wieder pushen muss. Theoretisch kann man ja die weiter leveln, trainieren, auch wenn die schon mit 10 besetzt ist. Also würde es vielleicht Sinn machen, dass die langsam verwest, immer Punkte verliert. Problem ist halt allgemein das Arena-System, darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, aber deswegen hat das auch gar keinen Sinn gemacht, weil wenn es verwest, dann wird es halt zu 48.000, 49.000 oder sowas, dann kann einfach einer wieder reinkommen, sich reinsetzen ganz leicht, und die unteren haben immer Pech und den oberen juckt es halt so gar nicht. Aber mit dem Füttern ist interessant, ich weiß nicht, dann ist halt solche Arena-Touren, die wir machen, relativ sinnlos, wenn wir irgendwo weit rausfahren und dann die Arena halt nie wiedersehen. Vielleicht wollen die das verhindern, aber auf der anderen Seite war es eigentlich auch ganz cool, wenn man zufällig mal eine Arena gesehen hat und die dann so lange stehen geblieben ist, oder man ist im Urlaub oder so und setzt irgendwo sein Pokémon rein und das bleibt halt auch. War eigentlich eine coole Sache. Ansonsten, das mit den Raids eben ist auch so eine Sache, weil, also ich habe kein Problem damit, weil ich kenne viele Leute. Schaut da dann meine Gruppe RSG. Es gibt viele Leute, die spielen alleine. Ich habe vor kurzem zum Beispiel einen rekrutiert hier für meine Gegend. Der ist immer alleine rumgelaufen, hat ein paar Arenen gemacht. Also habe gesehen, dass es gefunkelt hat bei den Arenen und dann direkt rausgelaufen, ihn rekrutiert. Dann hätten solche Spieler wahrscheinlich vielleicht Probleme. Also ist echt fragwürdig. Wir werden es sehen. Ich habe unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was eure Spekulationen so sind, zwecks dem Hungry sein und mit den Raids. Raids könnte ich mir echt lustig vorstellen, dass Leute sozusagen Missions haben, okay, macht dies und das jetzt bei der Arena oder so. Oder wenn die Arena jetzt gestürzt wird, dann
gibt's, keine Ahnung, irgendwelche Extras. Es sind auf jeden Fall ein paar coole Änderungen, aber das Grundprinzip mit der CP-Verteilung und den Sitzplätzen und wer ganz oben sitzt, wird dadurch nicht geändert und das ist, glaube ich, das größte Problem bei den AGs. Also wenn die daran nichts Gescheites ändern, dann weiß ich auch nicht genau. Veränderung ist immer gut, also wird sicher Spaß machen. AG war auf jeden Fall das monotonste, einfältigste, langweiligste. Ich bin echt gespannt, was die sich einfallen lassen. Bis dahin mache ich meine AG, zahle mich aus, wie jetzt zum Beispiel. 10 saftige Münzen, also 100 saftige Münzen, 10 saftige AG. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr so von AG haltet, was ihr von dem Update haltet, was man so machen kann. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.